Beides sehr interessant. Planeten ist so ein kleines Nebenfaktor. Ja. Hier sehen wir dann zum Beispiel gleich unser Logbuch. Da sieht man alle Missionen, Forschung und so weiter. Unsere alle Loyalitätspunkte, davon kann man sich dann besonders gute Ausrüstung irgendwann kaufen. Ich werde gleich bei der Federation Navy weitermachen, sobald ich meine Sachen eingebaut habe in dieses Schiff. Wie viel Geld habe ich noch zur Verfügung? Logbuch. Nicht mehr sehr viel. Ja, wie man sieht, ich habe in letzter Zeit ein bisschen eingekauft. Die Thorax hier hat 10 Millionen gekostet. Ich werde die gleich auch nochmal versichern. Das heißt, Versicherung heißt so viel, ich zahle einen gewissen Betrag an ISK, das ist die Werbung hier. Und bekomme dann halt, sollte mein Schiff zerstört werden, den Wert zurück. Ich kann auch nochmal kurz gucken, wir sind halt ein Klon von uns selber. Ein Klon fasst auch hier nur diverse Skillpunkte, also einen gewissen Betrag. Und wenn die Kapsel, in der man ist, also man ist in so einer Kapsel in diesem Schiff nochmal drin, wenn die zerstört wird, dann geht alles Skill verloren. Bis auf diesen Punkte, die dieser Klon speichern kann. Das ist hier noch nicht gerade viel bei meinem. 900.000. Das geht mehr. Dann sieht man so, was ich alles habe. Zertifikate sind so, ja, Skill-Vorlagen, die man machen kann, um ein bisschen voranzukommen. Befugnisse. Weiß ich auch noch nicht so ganz, was das ist. Einstellungen. Abzeichen kann man hier machen. Habe ich nicht. Ohren habe ich auch nicht. Befugnisse. Bringt mir hier nichts. Attribute. Die kann man einmal umprogrammieren im Jahr. Also die Punkte verteilen, wo man schneller ist. Ich habe jetzt so ein ausgewogenes Kram gehabt. Verbesserungen sind Kopfimplantate, die dann halt Werte erhöhen. Hier sieht man meine ganzen Sprungklone. Ich habe keinen. Ja, ich sollte mich schämen. Biografie. Ja, Biografie habe ich bis jetzt noch nicht eingegeben. Kann man halt irgendwas zu sich schreiben. Anstellung. Wo arbeite ich? Bei welcher Corporation? Corporation Universität of Kain ist eine NSC-Kooperation. Und halt Eve Imperius meine. So. Ort speichern. Dodixi ist halt das Haupt, ist halt am ja, Handelsposten angeschlossen. Und es halt, ja, es gibt regionbezogene Handelsposten und es gibt halt ja, große Handelsposten, die dann halt mehr vernetzt sind. Davon ist Dodixi einer. So. Inventar, dann schauen wir doch mal, wo sind sie? Gegenstandshanger. Meine Ladungen und inaktives Schiff einbauen. Small Armor Repair. Dann schaue ich auch nochmal, ob ich hier Sachen habe, die ich vielleicht noch in Panzerung investieren kann. Oder Hülle, Markt. Schauen wir mal. Ich will meine Schilde noch ein bisschen verstärken.
Was habe ich jetzt eigentlich gerade eingebaut? Hulle-Repair oder Armor-Repair? Hulle-Repair. Also die letzte Verteidigungsschicht. Brauche aber ein Armor-Repair eigentlich. Kann ich die eigentlich mittlerweile schon auf Mittel? Okay, bitte. Nein. Mittelgroß. Ja, ich kann sie auf Mittelgroß. Sehr schön. Habe ich das Geld dafür? Weiß ich gar nicht, ob ich so viel noch habe. Wie viel Kohle habe ich noch? Ja, habe ich noch. Okay. Dann werden wir den... Na, ich will Details anzeigen hier. Ich will wissen, wie viele hier auf dieser Station sind. Einer. 500 ISK, die drehen doch alle am Zeiger hier so teuer. Da ist eine Station, den kaufen wir. Kaufen. So. Und gleich einbauen in das gute Ding. Was sagt unsere Energieauslastung? Oh, ja, ein bisschen erschöpft. Ja, Energieauslastung ist auch ganz wichtig. Und dann haben wir jetzt High-Slots für Waffentürme, Medium-Slots für solche Sachen wie Höhe-Repair und halt Medium-Small. Ja. Gut. Dann haben wir hier so alles. Schauen wir mal. Agenten sind ganz wichtig. Die geben uns halt Missionen. Was haben sie? Nicht zugänglich. Agentenfinder. Dann suchen wir jetzt mal. Wir haben jetzt eigentlich soweit alles, was wir brauchen. Corporation. Mir ist jetzt eigentlich relativ egal, bei wem ich anfange. Da ist ja einer. Kurs setzen. Ein Sprung. Ja, dann gehen wir da doch mal hin. Docken wir wieder ab. Obwohl, wie viel Kohle haben wir noch? Schauen wir mal kurz. 253.000. Mich würde mal interessieren, ob wir noch einen Afterburner bekommen. Da, Nachbrenner. Ja, wir bekommen noch einen. Jetzt habe ich einfach irgendwo eingekauft, ich Trottel. Schauen wir mal. Ach, doch hier. Sehr schön. Nicht genügend Energie. Mist. Ja. Nicht genügend Energie. Gut, damit kann ich den auch ausbauen. Ich nehme nur den kleinen. Das war ein Fehlkauf. Zack. Ja, demontieren wir ihn wieder. Das ist so ein kleines Mango hier. Neu verpacken. Ja, bin ich. Zack. Diesen Gegenstand verkaufen. Wie ich mich kenne, bin ich mal wieder ordentlich. Und dann regionalen Durchschnitt. Jetzt erkleidet man eine 2 hin. Und da eine 1. Hier sieht doch gleich ganz anders aus. Und nehmen die Kommas da weg. Zack.
2. Ja, verkaufen wir doch gleich mal. Mal sehen, ob der... Nein, der ist natürlich nicht drin. Ja, okay, das war scheiße. Naja, bauen wir den wieder ein. Sind wir halt etwas langsamer unterwegs. Egal. Ist dann halt so. So, dann schauen wir jetzt mal nach, wie das aussieht. Ob wir da hinkommen, wo wir hinwollen. Kurs ist gesetzt. Das sind halt die ganzen Ansichten. Zack. Ist ein Sprung. Autopilot wieder aktiviert. Und dann gehen wir doch mal gar. Sehr schön ist auch, wenn wir jetzt warpen. Zum Sprungtor. Guck mal auf die Türme. Ah, jetzt hat man es nicht gesehen. Doch, jetzt sieht man es gleich. Zack. Die Türme. Nö, hier ist es nicht so. Schade. Bei einigen, Modellen fahren dann die Türme ein. Aber tun sie hier nicht. Schade. Man beachte auch den Unterschied. Das sind die mittelgroßen, die ich jetzt eigentlich mal laden könnte. Annäherung an das Sprungtor. So, die optimale Reichweite von den Dingern ist dann so ungefähr 2100 Meter. Und die knallen halt auch rein, wenn die irgendwo auftreffen. So, meine Kartenübersicht noch mal ein bisschen auf das, was ich mir eingestellt habe. Also man kann sich hier seine Übersicht einstellen, wie man möchte. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt geht's durch Sprungtor. Die können auch blockiert sein teilweise. Ja, mein Skill läuft auch weiter. Autopilot springt. Dam, dam, schöne Musik. So, und jetzt geht's zu der Mission, wo der Agent sitzt, der uns, eine Mission geben soll. Also zu der Station geht's jetzt. Und Eve ist halt ein Sandbox geben und sehr wichtig ist, dass man sich hier selber Ziele setzt, wo man hin will mit der Zeit, sonst landet man nachher, Entschuldigung, ich muss mich mal kurz anders hinsetzen, sonst verliert man schnell die Motivation. Meine letzte Motivation war jetzt hier diese Thorax zu kriegen, die habe ich bekommen. Jetzt geht die Motivation weiter. Das letzte Pelé zu machen, Mission Running und dann will ich auf ein größeres Mining-Schiff erstmal gehen. Oder die Planetarenwart ausbauen. Das hängt dann ganz von euch ab. Entschuldigung, ich schaue noch mal kurz was in den Einstellungen. Andockerlaubnis erbieten. Andockerlaubnis erbieten. Anfrage zum Andocken angenommen. Ja. Automatische Zielaufschaltung. Wegpunkt erreicht.
Im Weltraum, ja. So, dann schauen wir noch mal. Da ist sie. Mission erfragen wir mal. Was haben wir? Beschränkungen? Black Ops, Marder, Sprungquarterkampf. Kreuzer, also wir können hin. Sehr schön, das ist immer ganz wichtig, weil wir. Es gibt für manche Beschränkungen, wo wir mit so einem großen Schiff noch nicht hin können. So, was ist denn hier? Die Serbis-Spione.